Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dragon Age Inquisition. Ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen am Kartentisch Aufträge ausführen lassen. Noch nicht die Berichte abgeholt, aber die dauern ja immer so ihre Zeit. Darum habe ich das nur offscreen gemacht. Man muss da ja eigentlich nur warten, bis die mal fertig sind. Und ja, schauen wir uns auch die Berichte mal an. Es sind einige. So, fangen wir doch hier an. Riss und Evangeline einsetzen. Inquisitor, wir fühlen uns geehrt, der Inquisition zu dienen und werden unverzüglich aufbrechen. Ich bete dafür, dass ich Korypheus, was auch immer er sein mag, rasch besiegt. Es ist erschreckend mit anzusehen, wie Dämonen in unsere Welt strömen und unschuldige Leute in Gefahr bringen. Und als Medium habe ich die Geister eingehend studiert. Ich weiß, dass viele dieser armen Geschöpfe unsere Welt nie etwas Böses wollten und gegen ihren Willen in sie hineingerissen wurden. Ohne dass sie selbst etwas dafür könnten, wurden sie in etwas Gefährliches verwandelt. Ich nannte einst eines dieser Geschöpfe meinen Freund. Ich habe ihn während des Aufstandes aus den Augen verloren und hatte nie Gelegenheit, ihn für meine Fehler um Verzeihung zu bitten oder ihm dabei zu helfen, wohlbehalten ins Nichts zurückzukehren. Zum sowohl dieser Welt als auch der Geister wünsche ich euch viel Erfolg. Evangeline und ich werden unermüdlich für eure Sache kämpfen. In freundschaftlicher Verbundenheit, Rice. Darunter findet sich eine Anmerkung, die vermutlich von Cole stammt. Er erinnert sich. Ja. Oh, wie süß. Wir erhalten ein Amulett der Macht und Geister sind's. Aber wie kommt Cole an den Zettel? Hat er sich mal wieder reingeschummelt? Ah, Kräuter können wir abholen. Yay. Den Gerüchten ein Ende setzen. Genau, es wurden Gerüchte über die Inquisition verbreitet und wir haben, naja, Liliana losgeschickt, dass sie das klärt. Tat der Verzweiflung, Lektion allseits gelernt. Kreuz nicht unseren Weg in Tat und Gedanken. Meriden, was? Okay, wir haben ein bisschen Gold. Hier laufen gerade noch zwei Aufträge. Ich glaube, das sind die letzten in Ferelden. Genau. Haus Amladaris. Genau, dafür sollten wir für Dorian recherchieren, weil Korypheus ja angeblich zu dem Haus gehört. Haus Amladaris. Die Reaktion des Hauses Amladaris kam so schnell und vernehmend, dass sie wohl bereits von dem Makel in ihrer Familiengeschichte wussten. Vielleicht schon seit Jahrhunderten. Ihre ersten Antworten bestanden aus Drohungen, aber nachdem sie sich unsere ernsten Absichten vergewissert hatten, änderte sich der Tonfall rasch. Einige Bedienstete haben einen Brief für euch überbracht. Der Brief eines Bediensteten. Mein liebster Inquisitor. Natürlich sind diese Anschuldigungen einer Verbindung zu den alten Legenden grundlos. Und selbst wenn sie zutreffen, wäre dies für meine Familie heute ohne Belang. Wir sind wohlgelittene Bürger Tevinters und interessieren uns nicht für die Versprechungen dieses Korypheus. Wir werden die Inquisition und ihre Anstrengungen im Kampf gegen diese Kreatur auf jede erdenkliche Weise unterstützen. Oh, eine überragende Rune des Geistes erhalten. Genau, hier unten, da wurden die grauen Wächter angefragt und das war die Aufgabe, wo ich so misstrauisch war. Angeblich soll da die dunkle Brut hier ausgebrochen sein und die grauen Wächter sollten vorbeikommen. Valgamor vor der dunklen Brut beschützen. Inquisitor, unsere Späher haben die Gerüchte über angebliche Angriffe der dunklen Brut überprüft. Wie sich herausstellte, waren die Angreifer tatsächlich Wesen der dunklen Brut, die viele Städter getötet haben, bevor die grauen Wächter ihnen Einhalt geboten. Es war eine blutige Schlacht, aber die Wächter haben getan, was sie tun mussten. Gut, wir haben das erstmal durch Lelian überprüfen lassen. Und haben dadurch eine neue Quest bekommen. Aber wir sind hier gerade unterwegs. Inquisitor, die dunkle Brut in Valgamor wurde bezwungen, aber es ist nach wie vor unklar, was im aufgerüttelt hat.
Es gibt keine offensichtlichen Anzeichen und ich befürchte, sie stellt immer noch eine Gefahr dar. Die Marquise Beaufort hat klargemacht, dass sie unsere Abreise wünscht. Was mich noch misstrauischer macht, da die meisten zusätzliche Hilfen in diesen gefährlichen Zeiten begrüßen würden. Die Grauen Mächte haben zugesagt, uns bei den Nachforschungen in vollem Umfang zu unterstützen. Sofern es die Inquisition gestattet. Wir erwarten eure Befehle. Ja, dann kümmere ich mich dann, sobald jemand frei ist. Wen brauche ich denn dafür? Ich könnte tatsächlich mit Kallen dahin. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde da lieber vorsichtig sein. Gerade weil die Grauen Wächter ja so sehr angeschlagen sind und auch keine wirkliche Führung mehr haben. Allianzen, das ewige Streben nach mehr. Wir haben eine Nachricht von Lady Eustace Richelieu erhalten, die sich mehr und mehr herausnimmt, für die T-Balls zu sprechen. Sie ist außerdem schnell dabei, uns und wir zu sagen. Die Nachricht liegt bei Liliana. Welch verwegener Schachzug, Inquisitor. Lord des Rosé war beschämt, um nicht zu sagen zutiefst gedemütigt. Angeblich erträgt er es nicht, sein Gesicht zu zeigen, und das, obwohl für viele aus seiner Generation das Gesicht das einzige ist, was zählt. Ich hoffe nur, er tut nichts Unüberlegtes. Ich hoffe außerdem, die Namen hinter uns werden weiterhin bereit sein, alles Notwendige beizutragen, um die aufgebauten Verbindungen zu stärken. Wir werden sehen. Da kam auch direkt die nächste Mission. Mit Wut in den Augen. Es kommt zur Gewalt. Lord de Sorossier bedroht offen die Besitztümer unserer Verbündeten, Lady Thibault. Er behauptet, ihre Verbindung zur Inquisition seien für den Verlust seiner Ehre verantwortlich. Was genau genommen sogar die Wahrheit ist. Seine Milizen bedrohen verschiedene Handelsvorposten. Allerdings ist nicht sicher, ob er tatsächlich vorhat, sie auch anzugreifen. Lady Richelieu verdeutlicht die Situation. Obwohl er gesellschaftlich geächtet ist, hat Lord des Rosier noch immer zahlreiche Verbündete. Ihr könntet ihn zwar sicherlich in Schach halten, aber vielleicht sollten wir ja einen anderen Kurs einschlagen. Eine Vereinigung seines Hauses mit dem eurer Verbündeten, Lady Thibault, könnte nicht nur alle Beteiligten zufriedenstellen, sondern ihnen auch einen Nutzen bringen. Ihre Tochter Celeste Thibault ist zwar mit einem gewissen Leander verlobt, aber das hier ist eine Art Krieg und ist in derartigen Zeiten nicht ein persönliches Opfer einem Blutvergießen vorzuziehen. Um ehrlich zu sein, ist es die einzig kluge Lösung, weshalb ich bereits mit den entsprechenden Vorbereitungen begonnen habe, sind wir uns einig. Die Frau sagt mir definitiv zu oft uns. Sollen wir für dieses Chaos wirklich Leben aufs Spiel setzen? Wenn wir uns zurückziehen, haben wir unser ursprüngliches Ziel erreicht. Sie sind gespalten und keine dieser Parteien stellt für uns eine Bedrohung dar. Wir sind stark genug, um Lord des Rosiers in die Schranken zu weisen. Wir haben uns für einen Weg entschieden und sind in der Lage, ihn auch zu Ende zu gehen. Ich weiß nicht, ich will die halt nicht zum Zwingen. Gut. Was genau wollten wir von denen eigentlich? Nun denn. Schicken wir Kallen. Soll die Armee sich darum kümmern? Pflicht oder Wahrheit, das Finale. Botschafterin, wieder einmal stehe ich in der Schuld der Inquisition. Meine Soldaten haben Blanchards gut beschlagnahmt und dort nicht nur eine große Menge Tevinter-Münzen gefunden, sondern auch rotes Lyrium. Da
dessen Entsorgung es erforderte, das Gutshaus niederzubrennen. Bestellt mir Inquisitor meine Grüße und verleiht meiner Hoffnung Ausdruck, dass wir bald wieder einmal gemeinsam auf die Jagd gehen. Was so ein Amulett da macht, dafür haben wir jetzt ganz schön viele. Das ist aber nur 12 Minuten, dann haben wir da auch mal Neues. Wir dürfen jetzt in Ferelden neue Ausrufezeichen haben, genau. Unsere Ressourcenlieferung aus den Hinterlanden ist eingetroffen. Yay, mehr Elfenwurzel. Die können wir halt immer gebrauchen. Wir brauchen noch 14 Minuten. Du brauchst... Okay, 3,5 Stunden. Das wird in der Folge nicht mehr fertig. Aber den Ursprung der dunklen Brut könnten wir noch heute fertig bekommen in 12 Minuten. Da haben wir ja mal wieder einiges an Schabernack getrieben. Irgendwas Neues. Es ist mir ein Vergnügen. Wie sehen uns die Leute? Es gibt nahezu kein Adelshaus, das uns nicht offen seine Unterstützung zugesagt hätte. Haben wir irgendwelche Würdenträger zu Besuch, vor denen ich mich vorsehen sollte? Ben Weigard aus Ferelden ist zu Besuch. Es ist fraglos eine Ehre. Zeigt euch also bitte nicht beunruhigt, solltet ihr des Nachts Schreie aus seinem Quartier hören. Schreie? Die Ländereien seiner Lordschaft wurden während der Verderbnis in Ferelden ein halbes Jahr lang von dunkler Brut belagert. Seine Gemahlin hat mich wissen lassen, dass der Schlaf des Ben immer noch etwas unruhig ist. Okay. Dachte schon sonst was. Aber wenn's nur das ist, ist ja alles gut. Wenn es nur Albträume sind. Nicht, dass er nachts zum Werwolf wird. Oder Jungfrauen opfert. Reden wir nochmal mit ein paar Leuten. Mehr ein bisschen Zeit. Ich hatte erwartet, hier eine Ruine vorzufinden. Das war's auch. Aber wie ihr sehen könnt, war die Inquisition nicht untätig. Wäre es vielleicht möglich, den Herold zu treffen, bevor wir wieder nach Gislan zurückkehren? Für euch, mein lieber Laurent, mache ich alles möglich. Bin ich ein Aushängeschild? Bin ich eine Puppe? Ein Püppchen, mit dem man einfach spielen kann? Hallo, hier, guck mal. Ich mag diese Oberfläche Frauen einfach nicht. Darf ich vorstellen? Inquisitor Lavellen. Ihr erweist uns eine große Ehre, euer Gnaden. Inquisitor, das ist die oberste Klerikerin Marceline, die Schwester meines lieben Bastien und sein Sohn, Herzog Laurent aus dem Rat der Herolde. Madame de Fer hat uns erzählt, welche gewaltigen Prüfungen ihr euch gestellt habt, in der Hoffnung, meinem armen Bruder das Leben zu retten. Der Erbauer hat meinen Vater zu sich gerufen. Es war edel von euch, ihm in seinen letzten Stunden zur Seite zu stehen. Aber war die oberste Klerikerin nicht die, die gegen Liliana war? Die wollte, dass Liliana getötet wird? War das die hier? Ich wünschte, ich hätte Bastien retten können. Der Zirkel der Magie hat Bastien schon vor vielen Jahren eröffnet, dass seine Krankheit unheilbar ist. Seine Zeit war einfach gekommen. Würde es euch etwas ausmachen, in der Kapelle auf mich zu warten, meine Lieben? Der Inquisitor und ich haben noch etwas zu besprechen. Es war uns eine große Freude, euch kennenzulernen, Herold. Weißt du, ich bin dann noch gar nicht auf meinem Steg auf und ab für euch gelaufen. So, jetzt habt ihr die Familie kennengelernt.
Und entgegen eurer Gewohnheit habt ihr sogar einen guten Eindruck hinterlassen. Gut gemacht. Hey, einfach F dich selbst. Ich verstehe das nicht. Was war das hier gerade? Ein Sieg. Mein Sieg. Boah. Entsprechend präsentiert hat die gerechte Sache der Inquisition einen tiefen Eindruck bei Bastians ach so frommen Verwandten hinterlassen. So habe ich nach Bastians Tod jetzt Verbindungen zum Rat der Herolde und den höchsten Ebenen der Kirche. Und das alles nur dank euch. Boah. So ein manipulatives Miststück einfach. Ich will sie hier eigentlich gar nicht haben. Warum kann sie nicht gehen? Ihr habt meine Position als Andrastes Herold benutzt, um eure eigenen Ziele zu verfolgen. Selbstverständlich habe ich das, meine Liebe. So läuft das Spiel nun mal. Nun denn, ich sollte Marceline und Laurent nicht warten lassen. Habt vielen Dank für eure Kooperation, Inquisitor. Ohne eure Hilfe hätte ich es niemals geschafft. Ich meine, ich kann sie rausschmeißen. Diese blöde, arrogante Ziege. Mir ist nie aufgefallen, dass diese Zwerge genau auf Brusthöhe ihre Augen haben. Okay. Schön. Rebek ist größer. Wollt ihr etwas mit mir besprechen? Na, du hast wahrscheinlich nichts Neues zu sagen. Leider. Oh, diese Vivienne. Wie kann ich euch helfen? Mich würde eure Meinung zur Kultur der Elfen interessieren. Nach unserer Unterhaltung über die Ereignisse in Halam Shiral hatte ich erwartet, dass ihr euch für euresgleichen rechtfertigt. Ihr seid eine Dälisch, nicht wahr? Was habt ihr für ein Problem mit den Dälisch? Seid ihr allergisch auf Hala? Sie sind wie Kinder, die missverstandene und tausendfach falsch erzählte Geschichten nachspielen. Oh, aber ihr kennt die Wahrheit, richtig? Während sie Geschichten erzählen mit all ihren Details, wandle ich durch das Nichts. Ich sah Dinge, die sie nicht sahen. Die Dälisch versuchen, die Geschichte der Elfen wiederherzustellen. Warum ist denn jetzt alles falsch? Würde euer Clan auf das hören, was ich durch meine Studien und Reisen erfuhr? Oder würden sie das Flachohr und seine Geschichten verspotten und zu ihren Ruinen zurückkehren? Aber immerhin fragt ihr mich. Das ist ein Anfang. Ich werde euch nach Kräften antworten. Wow. Ich wollte doch nur nett sein. Natürlich ist alles falsch, was ich sage. Boah. Was könnt ihr mir über die Elfen erzählen, die in den Städten der Menschen leben? Die Kultur der Gesindeviertel ist ebenso wie die Kultur der Sklaven von Tevinter eine Kultur der Armen und Schwachen. Sie hängen der Erinnerung an bessere Zeiten nach und praktizieren einige Rituale, um sich von den Menschen abzugrenzen. Ich wüsste gern mehr über die Elfen vor unserer Zeit. Die Dälisch wollen die Erinnerung an Halam Shiral wahren. Dabei war Halam Shiral nur der jämmerliche Versuch, ein vergessenes Land nachzubilden. Arlethan. Elvenen war das Reich und Arlethan seine prächtigste Stadt. Ein Ort der Magie und Schönheit, verloren im Strudel der Zeit. Ihr habt die alten Elfen studiert. Was wisst ihr noch über Arlethan? In den Geschichten, die wir über sie kennen, leben sie auf Bäumen. Wenn wir sie uns vorstellen, denken wir an hölzerne Rampen oder Dälisch Aravelle. Stellt euch stattdessen kristallene Türme vor, die sich durch das Blätterwerk winden. Paläste, die zwischen den Wolken schweben. Stellt euch unsterbliche Wesen vor, für die Magie so natürlich war wie das Atmen. Das ist es, was verloren ging. Unterscheidet sich die Magie, die im Zirkel gelehrt wird, von der Magie, die ich von meinem Volk lernte? Ja und nein. Magie ist Magie und Wasser ist Wasser. Die Frage ist eher, was man damit macht.
Die Magie der Delish ist eher praktischer Natur. Sie bedarf keiner Billigung durch die Kirche, obwohl die Blutmagie bis heute verpönt ist. Aberglaube. Sie ist feinsinniger, ein Vermächtnis aus einer Zeit, in der die Elfen unsterblich waren. Die Legenden über die Unsterblichkeit der Elfen. Benutzten sie Magie, um ihr Leben zu verlängern? Nein, die Unsterblichkeit war Teil ihres Daseins. Die zarte Schönheit ihrer Magie war die Wirkung, nicht der Grund ihres Wesens. Einige Zauber benötigten Jahre. Ihr Echo hielt Jahrhunderte an und mündete mit immer neuer Magie in eine nicht enden wollende Sinfonie. Das muss wunderschön gewesen sein. Ihr habt gesagt, das Misstrauen gegen die Blutmagie wäre ein Aberglaube. Ja, das habe ich. Ein Glück, dass Cassandra nicht in Hörweite ist. Heute verbieten die meisten Kulturen die Blutmagie. Offiziell wird sie selbst in Tevinter missbilligt. Aber wie ich bereits sagte, Magie ist Magie. Die Frage ist nur, wie man sie einsetzt. Das sehe ich halt genauso. Ehrlich gesagt sehe ich keinen Unterschied zu anderen Magieformen. Sie sind allesamt ein Mittel zum Zweck. In der Tat. Das Problem ist nur, dass die Kirche die Blutmagie verboten hat und sie deshalb nur von Kriminellen ausgeübt wird. In Tevinter hingegen bekämpfen sich die Magister gegenseitig, anstatt ihre sprunghaften Freunde im Zaum zu halten. Ihr Schlüssel zum Erfolg war stets Macht. Sie hatten nie die Möglichkeit, einen anderen Weg kennenzulernen. Ich werde jetzt erstmal nichts über die Delish fragen, weil da reagiert er immer allergisch drauf. Wir unterhalten uns später. Wiedersehen. Egal, was ich versuche. Ich wüsste gern mehr darüber, was ihr bei eurer Erkundung des Nichts gesehen habt. Ich stehe euch gerne Rede und Antwort. Erzählt mir von den alten Ruinen, die ihr erforscht habt. Einmal entdeckte ich die Ruine von Barrendur, einer versunkenen tevinterischen Stadt, die in einer toten und öden Wildnis begraben war. Begraben unter einer Ascherschicht. In einem einzigen dunklen Moment waren alle lebenden Wesen in der Stadt erstickt und versenkt worden. Sie waren Statuen aus Asche, Gussformen, die an das, was einst war, erinnerten. Erzählt mir von einem Geist, den ihr getroffen habt. Ich traf einmal einen freundlichen Geist, der die Träume von Dorfmädchen beobachtete, in deren Herzen die erste Liebe aufwallte. Also lenkte sie ihre Schritte geschickt zu den Jungen des Dorfes, die ihre Liebe mit sanfter Zuneigung erwidern würden. Ich nannte sie die Kupplerin. Nicht viele Dörfer haben so ein Glück. Erzählt mir von den alten Erinnerungen, die ihr im Nichts gefunden habt. Einmal sah ich eine wilde Horde von Menschen, die gen Schlachtfeld marschierte. Sie sang ein Soldatenlied, um in Formation zu bleiben. Die Melodie ließ den Boden erzittern. Der Gesang dieser wilden, ungewaschenen Krieger ließ jeden Kirchenchor verblassen. Obwohl ihre Sache hoffnungslos war, sangen sie Lieder, die die Geister zum Weinen brachten. Wir unterhalten uns später. Wiedersehen. So, ich bin jetzt hoffentlich eher positiv trotzdem aus dem Gespräch rausgegangen. Ich wollte ihn doch gar nicht blöd anmachen mit meinem Dalish, aber ganz ehrlich. Alle drei Antworten wirkten irgendwie so, als wären das schlechte Antworten. Und ich meine jetzt die ganz am Anfang, dieses Stolz und so. Alle drei wirkten einfach negativ. Und da habe ich das genommen, was am wenigsten negativ wirkte. Ich wäre überglücklich, wenn ich nie wieder einen Fuß in den Winterpalast setzen müsste. Same. Und zwar gar nicht so sehr wegen des Tratsches und der Intrigen. Ich weiß, was das Spiel beinhaltet. Aber diese Gleichgültigkeit allem gegenüber. Es war auch nicht unbedingt mein Fall. Eigentlich hätte es mich nicht überraschen dürfen. Die Kirche kann genauso sein. Ihre Politik ist vielleicht weniger ausschweifend, aber sie ist ebenso verbissen. Gaspard herrscht über ein Land. Der Einfluss der Göttlichen erstreckt sich über einen halben Kontinent. Erzählt mir von euch und ich wüsste gern mehr über euch. Ist das nicht dasselbe? Darf ich euch etwas fragen? Natürlich. Die Inquisition wird nicht ewig Bestand haben. Was werdet ihr machen, wenn das alles vorbei ist? Um ehrlich zu sein, habe ich bis vor kurzem kaum darüber nachgedacht. Ich bin es nicht gewohnt, so viele
Möglichkeiten zu haben. Bereut ihr noch immer, zu was für einem Menschen ihr wurdet, nachdem ihr Ferelden verlassen habt? Nach den Geschehnissen im Zirkel von Ferelden dachte ich, alle Magier wären wie jene, mit denen ich dort zu tun hatte. Kommandantin Merediths Methoden waren hart, aber sie sorgten für Sicherheit. Ihr sagtet, Meredith hätte den Verstand verloren. Sie war meine Kommandantin. Ich hatte keinen Grund, ihr zu misstrauen. Und sie hatte nicht Unrecht, was die Blutmagier in Kirkwall betraf. Meredith schürte meinen Hass auf die Magier. Aber es gab eine Grenze, wie weit ich gehen würde. Und das wusste sie auch. Ich war ihr Stellvertreter. Aber sie hat einige Entscheidungen ohne mein Wissen getroffen. Diejenigen, die ich in Frage gestellt hätte. Ich war überzeugt, sie würde zum Wohle der Stadt handeln und hätte nie auch nur daran gedacht, sie zu hinterfragen. Nicht bevor es zu spät war. Ich würde ja gern das fragen, aber das wäre wahrscheinlich sehr unpassend. Komm. Ah, tun wir es einfach. Ich hoffe, die Führung der Inquisition sagt euch mehr zu. Ich bin mir sicher, ihr werdet uns nicht enttäuschen. Die Inquisition ist meine Chance auf Wiedergutmachung. Ich lasse nicht zu, dass sie scheitert. Denkt ihr, die Templer sollten aufgelöst werden? Nein. Ich mag mich entschieden haben, dieses Leben hinter mir zu lassen. Aber ich respektiere diejenigen, die an ihm festhalten. Unkontrollierte Magie könnte die Welt in Stücke reißen. So wie sie es jetzt gerade tut. Die Templer sind fähig, derartigen Gefahren zu begegnen. Und was würdet ihr vorschlagen? Manche bezeichnen den Zirkel als ein Gefängnis, das nichts als Feindseligkeit hervorbringen kann. Es wäre vielleicht gut, die Magier auch außerhalb des Zirkels einzusetzen. In gemischten Kampftrupps oder Krankenstationen, unterstützt von den Templern. Außerdem muss es für die Templer einen ungefährlicheren Weg geben, aus dem Dienst auszuscheiden. Templer können durch das Lyrium ihre Erinnerungen verlieren. Einige nennen es ein Geschenk, die erfolglosen Läuterungen und Dämonen vergessen zu können. Manches Grauen verfolgt mich noch immer, aber dafür auch alles Gute zu vergessen? Ich habe schon mal fast den Verstand verloren. Das ist kein Geschenk. Ich bin halt echt gegen die Zirkel. Wir brauchen keine Templer. Würde ich auch nicht direkt 100% sagen. Denkt ihr, das wäre möglich? Würden die Leute es akzeptieren? Die Magier würden überwacht, könnten aber Interessen außerhalb des Zirkels nachgehen. Es wäre weder ein Gefängnis noch die Freiheit. Ich weiß es nicht. Ihr hattet erwähnt, dass ihr Geschwister habt. Bei allem, was gerade geschieht, wisst ihr, ob es ihnen gut geht? Meine älteste Schwester hat mir eine Nachricht geschickt. Sie war schon immer gut darin, mich aufzuspüren. In Südhang herrscht dasselbe Chaos wie überall. Aber meiner Familie geht es gut. Und ich bete dafür, dass es auch so bleibt. Eure Schwester hat euch aufgespürt? Heißt das, sie wusste nicht, wo ihr seid? Ich hatte sie wissen lassen, dass ich in Haven war. Und sie ging offenbar davon aus, dass ich überlebt habe. Es ist nicht das erste Mal, dass es so abläuft. Schon als ich nach Kirkwall versetzt wurde, habe ich es womöglich versäumt, sie darüber zu informieren. Und warum? Ich war in keiner guten Verfassung und wollte einfach nur weg. 2 Jahre später erhielt ich einen wütenden Brief wegen meines Verschwindens. Trotz all ihrer Vorwürfe war es eine Erleichterung, von jemandem zu hören, der mich schon vor der Verderbnis kannte. Das ist alles, was ich wissen wollte. Dann bis zum nächsten Mal. So, und jetzt ist aber das andere noch. Es gibt da etwas, das ich euch fragen wollte. Ja. War lang fort? Was? Ihr wart 10 Jahre lang nicht in Ferelden. War es seltsam, wieder dorthin zurückzukehren? Seltsam? Nein. Wenn überhaupt, dann das Gegenteil. Als ich Ferelden verließ, war ich alles andere als traurig darüber. Ich hatte nicht den Wunsch, jemals dorthin zurückzukehren. Und doch war es deutlich schwerer, als ich dachte, Haven wieder zu verlassen. Und das nicht nur, weil es uns von Korypheus aufgezwungen wurde.
Es fühlte sich an, als würde ich meine Heimat im Stich lassen. Ich hätte nie gedacht, dass ich je wieder so empfinden würde. Wie fandet ihr Kirkwall? Während ich dort war, wurde die Stadt von Kunari besetzt und angegriffen. Die Ermordung des Vicomte führte zu politischen Unruhen. Die Beziehungen zwischen Magiern und Templern gingen in die Brüche. Ein Abtrünniger sprengte die Kirche und die Kommandantin wurde wahnsinnig. Abgesehen davon war es ganz nett. Was ist zwischen den Magiern und Templern in Kirkwall vorgefallen? Ihr wart doch beim Konklave. Ihr müsst gehört haben, was die Leute darüber erzählten. Schon, aber ihr wart dabei. Es gab dort schon lange vor meiner Ankunft Spannungen zwischen den Magiern und Templern. Irgendwann kochten sie dann über. Auf den Straßen kam es zu Kämpfen. Abscheulichkeiten begannen, beide Seiten zu töten. Es war ein Albtraum. Varric stammt aus Kirkwall. Kanntet ihr beide euch? Ich wusste, er war ein Freund des Champions von Kirkwall. Das war aber auch schon alles. Wir haben uns häufiger unterhalten, seit ich mich der Inquisition angeschlossen habe. Hauptsächlich auf Varricks Drängen hin. Ich mache offenbar viel zu oft ein ernstes Gesicht. Und das ist schlecht für meine Gesundheit. No. Varric kümmert sich so ein bisschen um alle. Ich überlasse euch wieder eure Arbeit. Ich bin hier, falls ihr etwas brauchen solltet. Ich verstehe immer noch nicht, warum man ihn nicht als Partner wählen kann. Was dagegen sprach. Weil ursprünglich war es ja wohl so geplant, dass man Varric auch als Partner haben kann, aber es wurde sich dagegen entschieden. So, dann nochmal hoch den Turm hinauf. Gucken, ob es neue Gesprächsoptionen gibt. Vielleicht mit Dorian, nachdem wir seine Quests erledigt haben. Fragen über Fragen. Nun, dann nicht. Ich sollte gehen. Natürlich. Dann halt nicht. Kann ich noch was abgeben? Es ist immer so verzögert hier. Okay, jetzt habe ich nichts mehr. Das kommt jetzt einiges nach, weil es halt immer verzögert kommt. Gut. Leliana, bei dir habe ich ja echt ein schlechtes Gewissen, weil ich irgendwas sehr verbockt habe. Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Im Moment gibt es nichts zu berichten. Ich überlasse euch wieder eure Arbeit. Wir können mit der Schnellreise nach unten, weil hier drin haben wir mit jedem geredet. Cassandra. Kann ich euch irgendwie helfen? Ich hätte da noch ein paar weitere Fragen. Wie ihr wünscht. Erzählt mir von eurem Bruder. Anthony war älter als ich. Er war ein Drachenjäger, der bewies, wie ein Pentagast wirklich sein könnte. Ich habe ihn vergöttert. Obwohl mein Onkel es verboten hatte, wollte ich genau wie er Drachen jagen. Anthony versprach mir, mich im Geheimen auszubilden. Wir wollten gemeinsam auf die Jagd gehen. Bruder und Schwester, die die alten Bestien töten. Und dann starb er. Was ist geschehen? Eine Gruppe Abtrünniger brauchte Drachenblut und wollte, dass Anthony es ihnen beschafft. Er weigerte sich und dafür haben sie ihn getötet. Vor meinen Augen. Ich habe die Kirche angefleht, mich eine Templerin werden zu lassen. Doch stattdessen wurde ich zu den Suchern geschickt. Es hat viele Jahre gedauert, bis ich meinen Wunsch nach Rache hinter mir lassen konnte. Ihr gabt also allen Magiern die Schuld für das, was einige wenige Abtrünnige getan haben? Ich war jung. Die Magie war furchteinflößend. Das alles erschien mir so sinnlos. Manchmal frage ich mich, wie anders mein Leben wohl verlaufen wäre, wenn Anthony noch leben würde. Wäre ich eine Drachenjägerin?
Oder die Gattin irgendeines adligen Narren und Mutter von drei Kindern? Wer weiß das schon? Es tröstet mich daran zu glauben, dass der Erbauer einen Plan hat, aber er ist nicht immer gütig. Na, ich bin froh, dass du hier bist. Ich überlasse euch dann mal wieder eure Arbeit. Aber schön, sie hat mit uns mal über ihren Bruder gesprochen. Sie sagte, glaube ich, früher immer, dass sie das gerade nicht will. Beim Erbauer. Unser Held, ich hoffe, das bleibt nicht an mir hängen. Steinigen Pfad. Kühn trotzend, alle. Natürlich habt ihr alles geregelt. Ja, und was habe ich jetzt davon? Seid ihr frisch und bei guter Gesundheit? Nun, jetzt hänge ich. Meinst du das? Wirklich? Wirklich? Oh nee. Tja, sag Bescheid, wenn ihr ihn findet. Okay. Danke. Das war nicht schön. Lasst euch Zeit. Bin nur gesprungen. Wie kann ich euch helfen? Ich würde gerne über uns beide reden. Klar, Boss. Was gibt's? Ich kann ihn sowieso nur noch küssen. Aber küssen ist schön, also küssen. Habt ihr gerade etwas Zeit? Für euch? Immer. Die Sequenz hatten wir schon mal. Mir ist nur aufgefallen, dass er total die schwarzen Augen hat. An der Stelle. Jo, Sarah noch und Powell noch. So geht es uns allen. Oh, Scheiße, nicht schon. Oh, ihr schon wieder. Ist euer Netzwerk von Kontakten nach allem, was passiert ist, noch aktiv? Wegen Lord Arschloch in Verschier? Natürlich. Er hat zwar viele Leute getötet, aber das heißt nur, dass ihn jetzt noch mehr Leute hassen. Das solltet ihr eigentlich auch tun. Aber dem ist wohl nicht so. Also nehmt euch in Acht. Wir haben einige Adlige geärgert. Bewirkt das wirklich irgendetwas? Man kann davon leben. Das scheint euch doch auch zu reichen. Wieso will das nicht in euren Schädel? Ihr macht es doch genauso. Eure Inquisition, meine ich. Ihr prügelt euch doch auch nur, wenn euch die Leute darum bitten. Oder ihr lasst sie glauben, sie hätten euch darum gebeten. Das ist noch besser. Das macht Spaß, auch wenn man hin und wieder selbst den Arsch versohlt kriegt. Wie in Haven, versteht ihr? Nee, nicht wirklich. Solange es dir Spaß macht, dann... Ist euch wohl schon öfter passiert? Wie oft seid ihr schon fast gestorben? Was soll das denn jetzt? Wir sind nicht fast gestorben. Abgesehen davon muss ich die Keilerei immer nur anstoßen. Ihr hättet Harmond getötet, wenn ich es zugelassen hätte. Gut. Ab und an blase ich wem das Licht aus. Aber wisst ihr, was einen Adligen ausmacht? Dass die Leute ihn für einen halten. Das ist nur ein Titel. Also verpasse ich ihm eine, damit er nur eine Sekunde lang dumm dasteht. Und schwupp sieht er gar nicht mehr adelig oder furchterregend aus. Kann sein, dass die Diener jetzt rebellieren, aber das ist egal. Wisst ihr, was ihn wirklich trifft? Andere Adlige, die sich über ihn lustig machen. Das findet er zum Kotzen. Nennt es meinetwegen negative Inspiration. Das funktioniert genauso wie bei euch. Ihr denkt also, was ihr tut, ist ebenso inspirierend wie das, was ich mache? Ich sagte, es funktioniert genauso. Wenn ihr nämlich ein armer Schlucker seid, sind Adlige und Korifummel hübsch dasselbe. Beide scheren sich nur um sich selbst, nicht um die kleinen Leute. Darauf könnt ihr einen lassen. Also ja, ich inspiriere die Leute. Ich gebe ihnen jede Menge Inspiration. Naja, aber die adligen Leute werden die kleinen Leute nicht unbedingt töten. Anders als Korypheus, der mit seinem, ich weiß nicht, komischen Armee über alle drüber rennen will. Und gefühlt alles auslöschen.
Ich verstehe. Mehr oder weniger. Wir sollten nur nicht darüber nachdenken, was ihr tut, um euren Spaß zu haben. Tja, wir sollten uns sehr genau ansehen, woher unsere Leute kommen. Weil es nämlich dieselben sind. Seltsam seid hier nur ihr. Das gefällt mir, aber ich bin selbst überrascht. Alles klar? Was? Wir unterhalten uns ein andermal. Nichts ist klar. Kann mir recht sein. Ja, welche Leute soll ich mir Gedanken machen und... Warum bin ich seltsam? Aber ich habe einen neuen Auftrag, yay! Letztes Mal habe ich zumindest eine gute Waffe dafür bekommen. Alter Schmerz, vergessene Schatten aus Träumen, die zu real waren. Diese Seite ist leidvoll und langsam, aber hier kann sich etwas verändern. Ich würde mit euch gerne über die Templer sprechen. Sie sind voller vergessener Lieder wie Varric. Und einige von ihnen sind zu laut. Es ist schwer, in ihrer Nähe zu sein. Cullen ist sanfter, aber der Dämon stellte ihm Fragen, die ihn verletzten. Evangeline war freundlicher. Ich will es erklären, aber ich... Rhys Mutter sprach mit Geistern, aber nicht mit ihm. Dann starb sie für eine Templerin, die er liebte. Worte sind nur verzerrte Echos von Ereignissen. Was haltet ihr von den Templern im Allgemeinen? Einige von ihnen mögen es, Magiern weh zu tun. Es macht sie glücklich oder weniger verängstigt. Oder er träumt wieder und wacht zitternd auf. Er durchsucht das Gelände nach einer, die wie sie aussieht. Es gibt immer eine Regel, die gebrochen wird. Aber nicht alle Templer hören zu, wenn sich das Flüstern in ihnen windet. Sie versuchen, die Leute zu beschützen. Wie Cullen. Die Guten unter ihnen erinnern sich daran, dass auch Magier Leute sind. Das müssten nur mehr tun. Könnt ihr mir genauer erklären, wie sich die Templer für euch anfühlen? Sie fühlen sich älter an, als sie aussehen. Sie wurden verändert und ihre Körper sind nun unvollständig. Das Lyrium hilft ihnen, aber ihre Körper sehnen sich immer nach einer Verbindung zu etwas Älterem. Etwas, das größer ist als sie. Deshalb blockieren sie Magie. Sie greifen nach diesem anderen Ding und für die Magie bleibt kein Raum, um sich zu entfalten. Genauso ist es auch, wenn ich Varric lausche. Aber... Hä? Aber Varric ist doch kein Templer. Die Anspielung mit Varric habe ich eben schon nicht verstanden. Könnt ihr mir genauer erklären, inwiefern sich die Roten Templer von anderen Templern unterscheiden? Das rote Lyrium ist anders, dunkler, wie Dolche unter der Haut. Es frisst euch innerlich auf, bis nichts mehr von euch übrig ist. Sie hören ein anderes Lied. Das Lied hinter der Tür, die altes Geflüster geöffnet sehen will. Sie sind leblos, lichtlos und leer. Wir unterhalten uns später. Auf bald. Was war das mit Varric? Ich will jetzt hier nicht seine Truhe plündern. Wer bist du denn? Wer bist du? Inquisitor, ihr habt viel getan, aber habt ihr auch den Mumm für die Quizquisition? Was? Die was? Und schon geht es los. Wir brauchen nur noch... einen Zeitmesser. Was? Eine Verderbnis beginnt mit dem Aufstieg eines Erzdämons, eines verderbten alten Gottes. Nennt mir den Erzdämon der fünften Verderbnis. Was? Ich habe keinen Bock auf sowas. Bei Fex. Das bin ich gut bei Fex. Lautet die Antwort vielleicht Fex? Falsch. Ein unerfreulicher, unlogischer Lapsus. Wir fahren fort, wenn ich Zeit habe. Und der Wind mich ruft. Was willst du, Typ, von mir? Was zur Hölle? Ich hoffe, ich muss dich nie wiedersehen. Danke.
Was zur Hölle? Eine Entwicklung, auf die ich hätte verzichten können. Inquisitor. Hi. Varric. Was ist denn mit Varric? Warum? Warum hat Cole so auf Varric abgezielt, faktisch? Falls ihr Fragen habt, bin ich euer Zwerg. Darf ich euch etwas fragen, Varric? Ihr wollt über mich reden? Ich bin gerührt. Außerdem neige ich zu extravaganten Lügen. Und du erzählst mir nicht... Danke, Varric. ...Neues. Kein Problem. Ich bin so verwirrt. Was hat denn Varric mit den Templern zu tun? Varric ist kein Templer, oder? Das wäre mir ja nicht entgangen. In wessen Dienst auch immer. Das war einfacher, als ich gehofft hatte. Die Beamten des kaiserlichen Kontors waren so schockiert, entdeckt worden zu sein und so in Sorge, ertappt zu werden, dass die Inquisition auf der Stelle die Treue geschworen haben. Meine Spione sagen bisher, benehmen sie sich. Sie schicken sogar Geschenke für euch, um ihre Treue zu beweisen. Wir werden sie dennoch genau im Auge behalten. Unsere Bemühungen, in der Himmelsfeste Geld zu sammeln, werden jedoch ohne Zweifel von ihnen profitieren. Schön, dann sind wir hier fertig. Ursprung der Angriffe der dunklen Brut finden. Inquisitor, Schwester Lilianas Rat, war ausgezeichnet. Ihre Späher haben eine geheime Mine der Marquise Beaufort entdeckt, durch die sie die dunkle Brut aus dem Untergrund befreit haben muss. Nach ihrer Entdeckung schickte die Marquise Söldner gegen uns aus, aber die grauen Wächter waren gut vorbereitet und haben die gegnerischen Kräfte mit Leichtigkeit bezwungen. Die Marquise Beaufort ist daraufhin in die Gamordan-Gipfel geflohen. Die grauen Wächter haben Verluste erlitten, aber ihre Moral ist nach wie vor hoch und ihre Treue gegenüber der Inquisition unbestritten. Das ist doch schön. So, die Marquise Beaufort verfolgen. Inquisitor, als ihr Verrat aufgedeckt wurde, ist die Marquise Ephelor Beaufort in die Berge geflohen. Wir haben sofort die Verfolgung aufgenommen, wurden aber von dem unzugänglichen Gelände und einigen Dämonen aufgehalten. Da wir nicht weiterkommen, haben uns die grauen Wächter ihre Hilfe angeboten. Sie scheinen die einzige Kraft in der Gegend zu sein, die dazu in der Lage ist. Abgesehen davon glaube ich, dass es sich lohnt, die Marquise zu verfolgen, wenn es uns möglich ist. Die Marquise Beaufort hat vielleicht Feinde unter den Adligen der Region. Einige von ihnen könnten sich ihre Wege über die Berge kennen. Wollen wir doch mal sehen. Ich bin halt echt vorsichtig an der Stelle, weil unsere grauen Wächter halt angeschlagen sind. Und ich da nichts verderben möchte. Vor allem keinen grauen Wächter verderben möchte. Ein Schwarmbruder Jennys. Ich werde nie begreifen, wie es funktioniert, dass sie alle denselben Namen benutzen. Eine Anmerkung von Liliana auf einen Brief von Sarah. Manchmal tauschen wir die Drecksäcke untereinander aus. Wenn einem irgendein Aristo auf die Schliche kommt, schickt man eine Nachricht an eine andere rote Jenny. Und ist doppelt so schwer zu erwischen. Und ist wie Magie, nur ohne Dämonen. Und ohne Magie, schätze ich. Egal wegen dieser Karawane, die wir uns geschnappt haben. Es gibt dazu zwei Spuren von zwei anderen Jennys, die sind wirklich gut. Darunter sind schlichte Zeichnungen der anderen roten Jennys und ihre Aufenthaltsorte gekritzelt. Ihre Schnurrbärte wirken allerdings unglaubwürdig. Die Waren kamen aus Nevera. Ich könnte den Namen Pentagast nutzen, um ein wenig Druck auszuüben. Allerdings sollten wir das Cassandra gegenüber besser nicht erwähnen. Hm.
Wie lange bist du noch beschäftigt, Leliana? 50 Minuten. Habe ich denn sonst noch was, was ich machen muss? Unterstützung für Cassandra hätte ich hier noch. Ich weiß halt nicht, ob ich Cassandra unterstützen will. Liliana hat mir noch immer nicht gesagt, was sie gerne machen würde als... als neue Göttliche. Aber sie ist halt auch aktuell... naja... fraglich, in welchem Zustand sie sich befindet. Ob sie in dem Zustand geeignet ist als Göttliche. Ein leicht parfümierter, in feiner Handschrift verfasster Brief. Ah, das ist das. Fangen wir an. Da wollte ich dich hinschicken. Stimmt. Dann sind aktuell alle unterwegs. Du hast noch 3 Stunden. Du hast 1 Stunde. Und du brauchst auch noch etwa 1 Stunde. Okay. Die holen wir uns dann in der nächsten Folge ab. Keine Meldung? Okay. Da. Okay. Da ist die Goldhalskette. Gut, dann würde ich mal sagen, beende ich mal an dieser Stelle diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es mit den Aufträgen weitergeht. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um Varric. Nachdem Cole eben so, ich weiß nicht, so fraglich erwähnt hat. Und ja, ich hoffe, da passiert nichts Schlimmes. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und bye.